Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, heute wollen wir uns an die gute alte Pokémon Liga versuchen. Ich stehe hier schon vor dem Tor der Pokémon Liga und ich dachte mir einfach, Skelekopf muss einfach neben mir stehen, damit wir gemeinsam diesen epischen finalen Punkt angehen. Ich habe keine Ahnung, was mich bei der Pokémon Liga erwartet, aber nach dem Punkt werden wir das Hauptspiel auf jeden Fall durchhaben. An der Stelle will ich übrigens sagen, erstens, dass hier ein Gespenst sitzt, dass hier mit dem Projekt dann noch nicht Schluss ist, also mit Projekt Pokémon. Ich habe übrigens heute keine Pokédex-Einträge für euch, weil die Poké-Liga schon lange genug dauern wird. Ich werde versuchen, sie entweder in ein oder zwei Parts durchzubekommen, je nachdem, wie schwer die Top 4 ist. Und wie gesagt, mit der Pokémon-Liga und dem Schlund von Pader, der höchstwahrscheinlich danach folgen wird, wird es noch nicht zu Ende sein mit diesem Projekt. Ich werde nämlich auf jeden Fall mich noch den legendären Pokémon dran versuchen. Und ja, das wird mich dann noch ein bisschen Zeit kosten. Ich werde natürlich, was ich auch gesagt habe, auch mal so eine Meerumrandung gerne mal machen. Einfach mal so gucken, was man so auf dem Meer so alles sehen kann. Ja, also etwas. Ich könnte denen ja rausfahren, einfach nur um zu sehen, welches Level sie haben, aber ich will mich überraschen lassen. Unsere letzte Chance nochmal Feuer zu heilen. Jo Leute, ich habe mich jetzt nochmal kurz mit Top-Genesungen und Belebern ausgestattet, also mit Vitalkräutern. Ich würde sagen, wir sind bereit für die Pokémon-Liga. Hallo. Danke. Jo. Hier ist ein Gespenst, ich höre es. Okay. Du bist eine Frau? Oh nein, ich habe doch gar nicht dafür gelernt. Alles drei ist richtig. Die Traubenakademie. Um Champ zu werden. Ich möchte natürlich noch stärker werden. Ich würde sagen, die Azarila Arena, das war nämlich, glaube ich, die mit dem
Feen-Pokémon. Und die hat mir als einzige auch tatsächlich Probleme bereitet. Wie hieß die? Ein Moment, Leute. Ich habe jetzt gerade ernsthaft nachgeguckt über meine Parts. Sie war mal nicht Fee. Entweder Fee oder Psycho war's. Es lächelt. Feuerkroko. Ich habe gerade mega Angst reinzuscheißen. gegen die Mila würde ich auch kämpfen wollen. Ich glaube, ich habe reingeschissen. Hätte ich dieselbe Antwort nochmal geben müssen? Ich habe diesmal nicht reingeschissen, Leute. Oh Gott, noch eine Frage? Ich habe diesmal dieselbe Antwort nochmal gegeben. Ja! Sonst wäre ich doch nie hier. Danke. Okay, gehe ich direkt mal durch. Ich sag mal, so mehr vorbereiten kann ich mich nicht. Was erwartet mich als erstes? Ja, bloß, die kämpft direkt als erstes gegen mich. Hoffen wir, dass wir vom Level her gut ausgestattet sind. Ich bin auf jeden Fall mit dem Quatsch-Pokémon direkt am Start. Erkennt. Level 57, okay, wir sind ganz gut dabei. Ich muss erstmal zu Maskagato wechseln. Espinodon hat von mir übrigens schon einen Draco-Meteor bekommen. Nicht sehr effektiv, ha. Das wäre Nummer 1. London hat sogar ein Level abgemacht. Als nächstes kommt Kammerhupt. Okay, bei London als nächstes.
Bin ein bisschen nervös. Ein Bogentanz wird das schon richten. War sogar ein Volltreffer. Okay, sie haben keinen speziellen Pokémon-Typus wie die alten Top 4. Donphan könnte meinen Ballon da aber auch noch schaffen. Nahkampf! Warum Erdbeben? Bogentanz! Ich tanze dir eins! Siehst du, wie geil meine Moves sind? Dickdreh! Ich kann nach wie vor bei ihm bleiben. Ach nee, doch, haben alle einen Typus. Sie sind alle Boden-Pokémon. Gut ist, bei Londa wird immer schneller sein. Und immer mehr angeschlagen. Sulord. Früher hieß es mal Morlord, jetzt ist es Sulord. Surfer! Oh nein. Es hat die Macht der Erde. Und setzt ein Schutzschild ein. Ich könnte auch einen Wellentackle machen. Ach nö. Das ist ein Problem. Ich muss erstmal bei Londa wiederbeleben. Blumentrick. Ich hatte den H2O-Absorber vergessen. Den haben Morlords und offenbar Sulords ja meistens. Oh hey, den ersten haben wir besiegt. Kannst ruhig ein bisschen mehr Begeisterung zeigen. Zumindest klatschst du. Kleine Mädchen. Ich wette auf Geister-Pokémon. Räche mich. Ach, guck mal, ich krieg hier nochmal die Chance, meine Pokémon zu heilen, falls nötig. Okay, bin schon gespannt, ne? Ah, okay, das ist eine Ansprache, was für Pokémon mich erwarten. Also Stahl-Pokémon. Konnte ein kleines Mädchen zu den Top 4 werden? Ja, direkt mit so einem... Ist klar.
Die gehören mitunter zu den schwersten Pokémon. Wenn der Ramboss hat, dann macht er schon Schaden. Loderlied, schnell! Verdammt, es lebt noch. Es hat Pferdestärke. Das tut weh. Ich habe ein KP zurückbekommen, ja. Als nächstes Bronzong, okay, das sollte ich one-hitten können. Ich könnte auch Böde nutzen. Einfach weiter Loderlied. Mit jedem K.O. geschlagenen Pokémon mache ich mehr Damage. Und ein Level Up sogar. Der Stahlvogel. Ich hab dir meinen eigenen Vogel gezeigt. Eine Zone. Okay, du kriegst noch ein Loderlied und der nächste kriegt einen Feuersturm. Ah, Robustheit hatte ich gerade, wollte schon sagen. Und dann setzt du nur ein Lichtschild ein? Also, schlaue Idee, da ich die ganze Zeit nur Spezialattacken gegen dich verwende, aber trotzdem. Gran Forgita. Bitte zieh mir nicht diesen Hammer über den Kopf. Das könnte wehtun. Das letzte Pokémon, das kriegt immer Terra. Das wissen wir. Pass auf, die steckt eine Axt im Kopf. Ja, er hat verfehlt. Weg mit dir. Dafür habe ich mich hochgepowert. Sogar ein Volltreffer. Ultimative Vernichtung. Alles gut, Kleine. Wieso willst du denn an ihr rechnen? Da kommt der nächste. Moment mal. Warst du nicht der Arenaleiter von der einen Stadt? Dann sollten mich jedoch Normal-Pokémon erwarten, oder nicht? Werden meine Pokémon nach jedem Kampf geheilt? Wartet. Bericht? Nee.
Aber ich dachte, du bist nur der Arenaleiter von der einen Stadt. Hallo, ich war jetzt auf Normaltypus vorbereitet. Pflanzen? Wäre ich doch bei Skelekrop geblieben. Nee, mit Flug-Pokémon. Nicht trotzdem beim falschen Typus. Ich könnte mit Espinodon diesen Kampf antreten. Eisattacken funktionieren nämlich auch gut gegen Flug-Pokémon. Eiszapfhagel! Komm, kannst du Drachenpuls? Espinodon, ich glaube an dich. Stimmt eigentlich, es gab ja keinen Arenaleiter, der Flug-Pokémon eingesetzt hat. Also macht das schon irgendwo Sinn, dass es hier Flug-Pokémon jetzt geben muss. Autschen. Ich vergaß, der Raptor kann Nahkampf. Aber wenigstens hat der Beulenhelm gut Schaden gemacht. Das ist doch sehr schön. Oh, Altar, hier ist auch ein Drache. Dann kann ich ja jetzt endlich Draco-Meteor mal einsetzen. Sofern ich zuerst dran bin. Draco-Meteor! Ich wollte es einfach mal einsetzen. Welchen Arena-Leiter-Typus hatten wir nicht? Also welcher würde noch fehlen? Da kommt Flamingo. Ich sag Flamink, ja! Die Ballons stehen dem Pokémon mal so gar nicht. Aber ich bringe sie ja zum Platzen. Es steht noch. Verdammt. Aber durch den Beulenhelm geht Flamingo nur mit mir drauf, oder? Ja. Espinodon hat ihn seinen Job getan, auch wenn er mit drauf gegangen ist. Ist jetzt auch nicht so schlimm wegen den paar Erfahrungspunkten. Ich sag mal so, was Erfahrungspunkte angeht, hole ich auch wesentlich mehr Erfahrungspunkte raus, wenn ich einmal einen Terror Raid mache und ein paar EB-Bonbons bekomme, als wenn ich hier Arena-Kämpfe mache. Wie wissen wir, das ist, ne? Oder? Thank you.
Aber interessant, dass einer der Arena-Leiter auch gleichzeitig einer von den Top 4 ist. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt für ein Pokémon-Typus erwartet. Oder treten wir gegen Senios an? Drachen, natürlich, wir hatten noch keine Drachengegner. Ich habe gerade die schlechteste Wahl, die man hätte haben können, nehmen können. Ich muss Espeonodon rausholen, wir brauchen ihn. Eis und Drache sind auf jeden Fall sehr effektiv. Machen einen Großklingenstoß, bevor das passiert. Als nächstes kommt Drapfel. Da mache ich, glaube ich, einen Eiszapfhagel. Sollte sogar doppelt effektiv sein. Wenn es treffen würde. Zum Glück ist er genauso blind wie mein Pokémon. Jetzt kommt Tandrak. Das ist ein Wasserdrache. Also Großklingenstoß. Uff. Ich müsste einmal Top-Genesung einsetzen. Als nächstes kommt Maxax. Maxax ist ein sehr starkes Drachen-Pokémon. Ich mache den Großklingenstoß nochmal. Und danach muss ich Espinodos auf jeden Fall einmal heilen. Mit Top-Genesung am besten. Wer hätte gedacht, dass mein gegnerischer Kontrahent jetzt auch ein Espinodon ist, hm? Oder ich mache Dracomethion und beende es damit. Wäre auch eine Lösung. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Steht sein Espinodon ist ein echter Drache. Bei mir wird es nur zum Stahltypus. Genau mit der Attacke wollte ich jetzt nicht rechnen. Ja, wenigstens hat der Beulenhelm Schaden gemacht. Seid die ganze heute eigentlich eine Weile durchhalten können. Ich mache mal Pökelsalz. Falls ich dazu komme. Ich komme nicht dazu.
Und mein großes Problem ist, der Großklingenstoß bringt, glaube ich, mein Pokémon direkt instant wieder oben. Eine Möglichkeit wäre natürlich Espinodon einfach mit Terrakristallisierung zum Stahltypus zu machen. Zum Glück ist mein Espinodon schneller. Draco Meteor ist eine langsame Attacke. Ich konnte jetzt nicht riskieren, Seitigern zu beleben. Tut mir leid. Die Drachen sind nicht immer die heftigsten. Also klar, sie gehören zu den stärksten Pokémon-Typen. Alles gut? Jetzt fehlt nur noch der Champ selber, ne? Auch das ist ja nett. So Leute, ich würde aber sagen, wir machen das tatsächlich beim nächsten Mal. Ich will den Part nicht unnötig in die Länge ziehen. Den Top-Champ und wahrscheinlich Nemila machen wir beim nächsten Mal. Ich habe ja gesagt, dass ich das in zwei Parts teile, weil ich mir schon denken konnte, dass Top 4 schwer wird. Also, Xenios hat auf jeden Fall einen guten Kampf geliefert. Die ersten beiden habe ich tatsächlich weggereckt wie sonst was. Naja. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!